Jetzt können wir mal mit ihm reden, mit dem Kollegen hier. Willkommen zurück zu einem neuen Part. The Legend of Zelda. Link's Awakening. Mit dem Zwergenfürst. Ja, im letzten Part sind wir hier unterbrochen worden, weil die Batterie einfach alle gegangen ist. Gibt's ja gar nicht. Ganz professionell hier. Boris haben wir hier. Du hast es auf diese Insel geschafft. Das ist beeindruckend. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich bin Boris und meine Aufgabe hier ist, das interessante Sachen auszubuddeln. Wenn du etwas Zeit hast, komm mich mal in meiner Stadt besuchen. Aha, Boris der Buddler. Hier sind die drei Kaltalhöhlen. Boris Hütte gleich in der Nähe. Aha, hier hat er schon ein paar Löcher gebuddelt. Ach, du bist der Sack, der hier die ganze Zeit die Löcher buddelt, wo ich öfters reinfalle. Das ist doch hier. Ist doch gar nicht wahr. Oh, da kommt der Boris. Tag auch. Boris Hütte. Ich bin hier, während du mich um meine Angelegenheit kümmerst. Ich bleibe hier, während du dich um meine Angelegenheit kümmerst. Aber lass mich nicht zu lange warten, wenn es geht. Was ist denn? Achso, wegen deiner Angelegenheit. Achso, okay, um meine eigenen. Ich muss hier noch ein bisschen was selbst machen, bevor ich das hier machen kann. Verstehe. So läuft der Hase. So, ja, wie kommen wir denn jetzt? Oh, cool. Ein Kettenhund mit dabei. Na komm, fass. Das ist cool. Können wir ihn bitte behalten? Tamarandberg. Schleimsumpf. Zum Schleimsumpf müssen wir. Okay, das können wir nicht. Können wir den behalten? Der kann so gut Gegner besiegen. Das finde ich cool. Nee, hier kommen wir nicht lang. Müssen wir zurück in den Wald. Ach Mist. Hier müssen wir. Welche Taste war das nochmal? X. X war das. Und hops. Okay, jetzt hat es einmal getroffen, aber sehr gut. Den brauche ich. Feines Hündchen. Fass. Hier. Fass. Und jetzt hier. Hund. Das ist ein schönes Ding. Ich gebe es gar nicht mehr zurück. Das finde ich ja cool. Und da hast du. Niemand besiegt mich hier. Und den hier. Na komm, und hier. Beiß. Sehr schön. Braves Hündchen. Hier noch ein paar Herzen finden. So, wieder aufgeladen. Ja, hier haben wir die Fee. Sehr gut. Wir müssen raus aus dem Wald. Die greift aber erst an, wenn wir einmal getroffen wurden. Na komm. Sehr gut. So, hier müssen wir mal rüber. Hops. Er kommt hinterher. Ich glaube, hier sind wir auch gleich beim Ausgang. Ein paar Münzen, ein paar Rubine haben wir schon. Na komm, mach alle. Braves Hundchen. Auf den Weg hier einfach. Sehr schön. Braves Hundchen. Braver Komet. So ist das doch. So, wo ist denn jetzt deine... Wo ist denn deine Besitzerin?
Waren die nicht hier vor dem Haus? Hier müssen wir dich doch zurückgeben. Was ist denn los? Das Großei auf dem Tamarandberg. Man sagt, der Windfisch schlafe darin. Warum frag mich was Leichteres? Wo kommst du denn? Wo kommst du denn her? Nicht von der Insel? Wo soll das denn sein? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ich habe dein Hundchen wieder. Ich bin zurück. Mission war erfolgreich. Merci, danke. Du hast mir meinen kleinen Komet zurückgebracht. Aber könntest du mit ihm kurz Gassi gehen? Ich bin gerade etwas unpässlich. Du tust das für mich. Vielen Dank. Wohin? Ich bin doch mit ihm gerade schon von der Ebene dort oben. Wo soll ich denn mit ihm Gassi gehen? Einmal quer durchs Dorf oder was? Wir haben doch mit ihm gerade einen Waldspaziergang gemacht. Was willst du noch hier? Jetzt müssen wir den auch noch Gassi ausführen. Das ist doch hier nicht wahr. Reicht man den kleinen Finger? Und so weiter. Griff gleich den ganzen Link. Ein bisschen Rasen nehmen. Auch mit Schwertern kann man Rasen nehmen. Das ist ein bisschen Unkraut ins Seitigen. B-Seitigen. Na komm, Hundi. Hundi. Friss Fuchs. Klappt wohl nicht. Schade. Oh, ich nehme den gerne mit. Der ist eine gute Verteidigung. Mann. Greift nämlich kurz die Diener an. Brauche ich mich gar nicht mehr so viel verteidigen. Hier komm. Fressen. Das ist eine gute Taktik. So kommen wir hier. Jetzt kommen wir viel leichter durch die Gegner hier. Na komm, Stachel fressen. Geht nicht. Na komm, den hier kannst du fressen. Oder auch nicht. So hier. Vielleicht können wir hier noch irgendwelche Hindernisse überwinden. Gibt es hier noch irgendwelche? Nicht, wo wir rüber hüpfen können. Da gibt's Löcher. Hast du einen Affen gegessen oder was? Ist ja cool. Stachis gegessen. Sehr gut. Feines Hundchen. Hier kommen wir nicht weiter, da brauchen wir noch so einen schweren Handschuh. Das Ding zu heben. Da oben sind viele Löcher. Das können wir dort irgendwie. Sehr gut. Diesen Herz, das nehme ich mit. Tja, wieder verschenkt. Na komm, Hundi. Na, das hat gerade ein bisschen gebackt. Heute wird gebackt. Sehr gut. Können wir irgendwie die Bäume schütteln und da die Äpfel runterholen? Nee, irgendwie noch nicht. Spielen sie hier Ball. Das große Ei auf. Okay, das hatten wir schon mal. Das Thema hatten wir schon. So, ich bin am Strand Gassi gegangen. Hier kannst du zurückhaben. Ist Gassi gegangen. Das ist die, wie lange soll ich mit ihm noch Gassi gehen? Das ist derselbe Text hier. Ja gut, ich glaube, wir hatten da oben noch einen. Da hat uns der Uwe doch dran erinnert. Da hatten wir noch eine Mission. Da mussten wir doch den. Sag schon.
den Tempel noch machen. Da gibt es noch ein Instrument, wurde uns gesagt. Dann gehen wir mal wieder zurück und holen uns das Instrument. Oder nicht? Wenn wir einen Gassi führen sollen, machen wir das doch glatt. Verteidigt uns vor den Monstern. Vor den Moblins. So, hier mal. Vielen Dank, Kundchen. So. Nee, da können wir noch nicht lang. Können wir hier irgendwo lang? Hops. Hops ins Loch rein. Aufgemampft. Können wir dem da irgendwie... Nee, hier können wir noch nicht lang. Ja, komm, Mundchen. Hier, die Gegner. Sehr gut. Wir müssen zurück zu dem Punkt finden, wo wir angefangen haben. Nicht wo wir angefangen haben, sondern wo wir von dem Kettenhund befreit haben. Dann können wir von dort aus vielleicht. Na, das war doch noch nichts. Dann müssen wir nur fischen, das wird hier noch ein bisschen schwieriger. Teil der Macht. Gut, kann er vielleicht auch die Pflanzen aufessen? Ob ich immer noch dem jetzt durchkomme? Mein Hund hilft mir jetzt ein bisschen dabei, aber... Oh wei. Wenn ich hier mal wieder Game Over gehe. Oh, die Pflanze aufgegessen. Das ist gut, der Mann. Die Truhe. 50 Rubine. Naja, gut. Herzen wären es mir lieber gewesen. Na komm, Hundi, kannst du den Fisch auch aufessen? Oh, hier. Die Pflanzen hat er aufgegessen. Können wir hier mal hinein? Da waren wir noch nicht drin. Oha. Schinnengrotte. Da gibt es vielleicht was zu holen. Den Hund haben wir jetzt, den Kettenhund haben wir jetzt vor der Tür abgelegt, oder was? Okay, wir können die Lichter hier noch nicht anzünden. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit hier. Inventar, wir haben hier, glaube ich, noch einen Schlüssel. Aber es sind Wurmpalastschlüssel. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ich wüsste noch nicht, wie wir hier weiterkämen. Ja, die Dinger anheben müssen wir erstmal können. Ach ja, genau, die haben wir vor die Tür abgesetzt. Das ist ja ganz praktisch, den mit dabei zu haben. Aber gut, sobald er keine Steine zerstören kann, kommen wir hier auch nicht weiter. Fische zerstören, da muss ich ein bisschen aufpassen. Na komm, Hund. Pflanze zerstören. Sehr gut, die Pflanze ist zerstört. Das Herz holen wir uns gerade mal. Na komm, Hund. Sehr gut. Er hat durch das Hund gefressen. Der Hund. Ich glaube, da müssen wir noch mal ins andere Gebiet hier durch den Wald durch. Fass. Fass, Hundchen. Fass. Ah, muss ich jetzt selbst machen hier. Da müssen wir, glaube ich, hier mal rüber. Ach. Na komm. Nein.
die kleinen Dinger hier. Ich will hier nicht Game Over gehen. Sehr gut. Hier musst du mal lang, oder? Hops. Du bist schon krass durch. Ein wildes Pokémon erscheint. War hier nicht noch was zu kriegen? Oder waren wir hier? Ja, hier waren wir eigentlich schon drin. Aber hier gibt es in dieser Ebene noch ein Musikinstrument. Wurde uns gesagt, als wir hier waren. Also müssen wir wohl nochmal den Flank. Na komm, hilf mir ein bisschen Hund. Ein Herz wäre mal wieder nett. Ich habe noch keinen Bogen, sonst würde ich es aus der Ferne machen. So, dann waren wir hier schon mal. Haben wir hier schon mal nachgeguckt, wie wir weiterkommen. Das ist das Haus von Boris. So, wie kommen wir denn hier weiter? Fratzenwald. Ich komme hier irgendwo voran. Oha, die Krähen. Herz einsammeln. Ich weiß nicht, ob wir hier durch wollen. Panisch um mich rumschlagen. Na komm, nicht sterben. Friedhof. Gibt's Berufs oder irgendwas in der Art? Oh nein. Ich gehe noch Game Over. Geister kannst du nicht beißen oder was? Nein. Maulwurf. Ich kämpfe nicht durch. Ein Herz. Ein Herz für links. Können wir den Geist irgendwie besiegen? Ja, können wir. Sehr gut, es dauert bloß ein bisschen länger. Ach, die kommen aus den Grabsteinen raus. Ist doch lästig. Kokolinsteppe. Hier können wir mal rein. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Kekse. Kultenzungen der Festbandschwinger. Käfer bei 50 Rubine. Ist das Zauberpulver dahin? Ach, haben wir unsere Zauberpulver mal endlich wieder aufgefüllt. Nur so auf Y gelegt haben und ständig verbrauchen. Das ist praktisch. Hier ist Maulwurf. Friss Hundchen. Nee, nicht der Maulwurf, soll das Hundchen hier fressen. Andersrum. Da gibt es noch Sachen, wo wir nicht hinkommen können, weil die Steine im Weg sind. So ein Mist. Friedhof, nochmal durch den Friedhof durch. Entlang. Fratzenwald. Gibt es im Fratzenwald noch irgendwas, wofür es sich lohnt, durchzurennen? Sieht gerade nicht so aus. Kommen wir da irgendwie hin zu dem Haus? Nicht wirklich, oder? Taltalhöhlen. Hier gibt es noch ein Musikinstrument, wurde uns gesagt. Ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. Ja, sehr hilfreich. Hier waren wir schon überall. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, oder? Hier haben wir doch den Kettenhund befreit. Wir bringen ihn einfach wieder zurück. Binden ihn wieder hier an. Herrchen will ich nicht, Frauchen will ich nicht haben. Hat ich gleich wieder weggeschickt. So sieht's fast aus. Ich wollte es nochmal ausprobieren, ob wir da irgendwie runterkommen. Hier gibt's nichts. Aber es tut nichts. Tja gut. Auf die Karte geguckt, an die Taltalhöhen. Haben jetzt hier einen großen Teil der Karte freigestellt.
Tja. Und dass wir die Steine anheben können, kommen wir jetzt hier noch nicht so weit. Wir haben es auch schon mal versucht. Wie hoch springen können wir das? Nee, auch nicht wirklich. Da müssen wir dort links lang. Den Felsen lang. Da können wir noch nicht lang springen. So ein Mist. Da kommen wir noch nicht hoch, da kommen wir noch nicht weiter. Das sind das Steine bewegen. Das kann der Boris wahrscheinlich irgendwie uns erlernen. Können wir jetzt mal die Mission abschließen und mal den Kollegen hier zurückbringen? Ist dann doch irgendwie eine Ballast. Ich meine, ich hätte ihn gerne mit, weil er mir hilft bei den Monstern. Wie hier gerade zu sehen. Aber trotzdem, naja. Dann nur Stein im Weg. Gibt es denn hier noch irgendwas zu sehen? Außer Maulwurf. Maulwurfen, die uns hier den Weg versperren. Maulwurfens. Kennt ihr das, diesen Maulwurf mit dem Sprachfehler? Diesen Maulwurfen. Gibt's doch diese Fingerpuppe. Kennt man wahrscheinlich nicht mehr. Das ist wahrscheinlich mittlerweile unbekannt. Könnte mal auf Maulwurfen einfach Maulwurf oder Mühen hinten dran. Einfach mal auf YouTube gucken, einfach YouTube suchen. Finde ich ganz lustig. Nee. Nicht irgendwas. Maulwurfen. Das Herz haben wir jetzt liegen lassen. Ich weiß, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Ich renne deswegen da jetzt nicht nochmal zurück. Also jetzt haben wir den noch zu genügend Gassi geführt, oder? Jetzt können wir doch mal. Jetzt haben wir mit ihm ein neues Gebiet erkundet. Jetzt können wir den nochmal zurückbringen, oder? Ist das noch nicht genug, der Madame? Bist du immer noch beschäftigt? Das ist auch eine Rabenmutter hier. Eine Rabenhundebesitzerin. Merci, danke. Du hast meinen kleinen Komet zurückgebracht. Könntest du ihm kurz Gassi gehen? Und etwas unpässlich. Wenn du deinen Hund doch nicht zurückhaben willst, dann bitte mich doch nicht darum, ihn zu retten. Hätte er doch da bleiben können, hätte er doch in Gefangenschaft bleiben können. Das ist doch meine Fresse. Wozu haben wir den denn gerettet, wenn das Frauchen den gar nicht zurückhaben will? Ulrike, aber nicht eine Frage, aber okay, das Telefon, das Notfalltelefon gibt es hier. Vielleicht gibt es da einen Tipp, wie ich ja weitermachen kann. Hier beim Telefon. Wie ich der Madame hier, das den Hund wieder Andrea. Tut. Ja, Ulrike. Die unzerstörbaren Blumen im Schleimschumpf sind die Lieblingsspeise von Komet. Warum führst du ihn nicht einmal dort herum? Tschüss, tut gut. Das haben wir doch längst getut. Was gemacht. Wieder zum Schleimstock, wieder zurück dorthin oder was? Ist doch nicht wahr. Ja, da kommt man in eine Höhle dort. Kommen wir da weiter oder was? Da waren wir ja schon. In einem Dungeon waren wir ja schon drin. Er hat jetzt ein bisschen aufgegeben, bevor wir erst richtig losgelegt haben. Ich dachte, da sollten wir noch nicht hin. Da konnte ich ja die Steine noch nicht anheben. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Ja gut, gehen wir halt noch mal hin. Gehen wir heute ein bisschen. Machen wir noch mal der Steinstumpf, weil ich hier. Kleiner Sumpf. Schlumpf. Ist hier nicht bei den Schlumpfen. So, Teil der Macht. Sehr gut. Ja, ich habe den Hund. Der ist mal Teil der Macht.
komm. Ach komm. Ja, hier kommt. Hops. Ach, da müssen wir von der anderen Seite kommen. Das ist doch. Ist doch nicht wahr. Müssen wir einen anderen Weg nehmen. Hier einmal rum. Okay, können wir wahrscheinlich eh nicht machen. Ich wollte gerade versuchen, mit dem Teil der Macht dort irgendwie das Ding anzunehmen. Anzuheben. Hier kommen wir noch rüber. Das bringt uns nicht viel. So, zum Sumpf müssen wir hin. Oh nein, ich hier schon wieder durch. Die unzerstörbaren Blüten können wir hier mit ihm aufessen. Na komm, dann ist jetzt. Sehr gut. Komm hier nochmal durch. Geh mal gerade hier rein. Scheinbar sollen wir hier auch durch die Djinn-Grotte. Die können wir nicht anfassen. Hab keine Kraft dafür. Aber wie können wir das hier? Wie können wir die anheben? Wir haben doch hier nichts. Haben wir einen Schlüssel dafür für die Tür? Die Tür lässt sich nur mit einem kleinen Schlüssel öffnen, den ich nicht habe. In einer dieser Kisten drin ist oder was? In der Truhe ist der Schlüssel drin. Das hilft uns jetzt nicht großartig weiter. Vielleicht können wir zum Boris nochmal vorbei und den mal. Vielleicht gibt er uns einen Handschuh und dann können wir damit Steine anheben. Ich weiß ja nicht. Na komm. Och man, jetzt hat uns der Hund gefressen oder was? Ne, die Blume. Die Blume war's. Haben wir ja auch noch in diesem Part einen kleinen Game Over. Game Over sind hier nicht halb so gut. Da war hier. Wir von demselben Punkt mehr starten können. Ach komm, was ist denn jetzt? Na komm, los. Der Reik. Soll doch mal die Blume fressen. Was ist ja hier? Lächerlich. So, friss Blume. Na komm, friss Blume. Der Hund frisst keine Blumen. Tja. Wie kommt man jetzt zum Boris hin? Das ist eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Ich versuch's mal über den Weg, über den anderen Weg hier. Wenn wir es schon mal versucht haben. Ist heute ein bisschen rumgelaufen. Im heutigen Part. Der lässt jemand zwei kleinen Winzlinge zerteilt. Das ist doch immer. Das ist doch scheiße hier. So, hier entlang. Sind wir noch, da war doch hier der Boris mit seinem Haus. Vielleicht lässt er uns jetzt. Der hat irgendwie eine Mission für uns. Unsere Angelegenheiten haben wir ja geklärt. Wir müssen Gassi führen. Ich bleibe hier, wenn du dich um deine Angelegenheiten kümmerst. Aber lass mich nicht zu lange warten, wenn es geht. Was soll ich denn tun? Was ist denn hier? Das muss den Typen hier Gassi führen und bin jetzt hier schon durch die halbe Welt gereist hier. Aber was ist denn jetzt hier von mir verlangt? Ich weiß auch nicht mehr. Frau, ich will den Hund nicht zurück. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Meine Angelegenheiten sind jetzt scheinbar tot. Bei dem, wo wir gerade schon waren, in dem Dungeon. Da weiß ich jetzt nicht, wie wir dort weiterkommen. Hier kommen wir auch nicht hoch. Ach je. Ja gut, dann nutze ich das, glaube ich, mal hier erstmal eine Aufnahmepause zu machen.
kommen wir hier gerade eh nicht voran. Was hilft's? Lässt sich bestimmt schon irgendwie ein Draht rausschneiden. Gut. Ich weiß nicht, was das jetzt noch bringt. Zu Frauchen zurückzulaufen. Können wir gerade mal die Fähnis brauchen. Ja, ganz genau. Lass mich deine Wunden heilen. Haben wir es auch mal gesehen. Ist die Fee jetzt weg oder was? Eine schöne Wurst. Na dann, ich würde mal sagen, dass ich noch umso durch das gefallen haben. Dass dieses Video, dieser Part gefallen haben. Wenn ihr den ersten Abo dann neu seid, den nächsten Part nicht verpassen wollt, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Vielleicht habe ich dann schon mal einen. Finde ich dann irgendwie mal einen Plan, wie wir hier weiterkommen. Und was wir da mit den Blumen und mit der Höhle und mit dem Dungeon und Kettenhund machen. Tja, bis dahin. Ciao, ciao.